wenn man mir die Frage gestellt hätte, ob ich den Unfall gern überlebt hätte oder halt lieber nicht überlebt hätte. Ich hätte, glaube ich, immer gesagt, lieber nicht überlebt. Das ist mein Vermächtnis für die Ewigkeit. Auch wenn ich nicht mehr bin, weiß ich, dass Musik bleibt. Endlich und endlich in Herzen und Erinnerung. 23 Jahre, ich bleibe für immer jung. Ich habe ein Leben geführt, das wie im Film war. Ich war Leistungssportler, war Profisportler, habe mein Geld mit Basketball verdient, mit 5 angefangen. Ich habe geturnt, habe Hip-Hop getanzt, habe Breakdance getanzt, habe eigentlich mein ganzes Leben wirklich super körperlich verbracht. Und dann kam halt am 4. Oktober 2018 der Unfall. Noah Berger ist 20 Jahre alt, als ein Tag im Oktober 2018 sein Leben zerstört. Das war die Einführungsparty für die Sportfakultät am ersten Tag der ersten Woche vom Studium. Und das war das erste Mal wirklich in Jena weg sein für mich. Und ich habe halt mir gedacht, okay, der Weg mit der Straßenbahn war easy. Also gehe ich den gleichen Weg, den ich mit der Straßenbahn gekommen bin. Wollte ich zu Fuß ablaufen, hat halt nicht so geklappt. Oder dann war halt der Unfall und ja. Noah wird von der Straßenbahn erfasst. Als er aus dem Koma erwacht, kann er erst einmal nicht selbstständig atmen und sich nicht mehr bewegen. Ich war lange im Krankenhaus, dann habe ich das Atmen quasi wieder selber gelernt, ein halbes Jahr. Aber ich kann das irgendwie nicht auf dieses Hilfe angewiesen sein. Seit dem Unfall ist Noah querschnittsgelähmt. Für den Profibasketballer ein Desaster. Schon mit 13 ging er auf ein Sportinternat. Bewegung war sein Leben, machte sein Wesen aus. Die schweren körperlichen Einschränkungen findet auch seine Mutter Claudia tragisch. Doch für Noah sind sie lebensentscheidend. Ich erinnere mich noch genau, dass ich mit meiner Mama in Hamburg, als ich dort noch im Krankenhaus war, in der Kapelle saß. Und ich halt auch gesagt habe, dass ich irgendwie nicht mehr kann, dass ich nicht mehr will, dass ich auch lieber den Unfall nicht überlebt hätte. Ich habe das natürlich auch die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt, dieses Gespräch. Das war kurz bevor Noah als geheilt aus Hamburg entlassen werden sollte, hochquerschnittgelähmt im Rollstuhl saß und so halt irgendwie wieder in den Alltag gehen sollte. Und wir sind da in eine Kapelle gegangen und haben da gesessen und dann hat Noah zu mir gesagt, Mama, ich sehe mich nicht, ich will es nicht, ich möchte bitte tot sein. Und dann habe ich zu Noah gesagt, aber Noah, du hast es überhaupt noch nicht probiert, zurechtzukommen. Was ich auch genauso eingesehen habe, dass ich es ja noch gar nicht versucht hatte. Ich lag noch im Krankenhaus, hatte noch nicht versucht, mir ein Leben wieder aufzubauen. Ja, und das ist was, was ich ihm jetzt halt irgendwie nicht mehr vorwerfen kann, weil er hat es probiert. Mit aller Kraft. Noah versucht weiterzuleben, kämpft, trifft Freunde, verbringt viel Zeit mit seiner Ex-Freundin, beginnt ein Psychologiestudium und arbeitet als Basketballcoach. Ich bin der Assistenztrainer hier in der ersten Männermannschaft in Leipzig, aber merke, dass ich jedes Mal, wenn ich in die Halle fahre, heulen könnte und mein Herz blutet, ich will spielen. Und ich habe halt irgendwie, glaube ich, auch ähnliche Gefühle wie Noah selbst. Also mir zerreißt es das Herz. Für Noah war sein Körper sein Kapital. Und wenn du dann halt von 100 auf 0 gehen musst, dann kann ich mir vorstellen, dass du deinen Fokus verlierst. Vor dem Unfall war Noah mit Cassie zusammen. Wir sind vom puren Glück in die absolute Hölle gerissen worden. Ein Jahr nach dem Unfall trennen sie sich. Doch sie bleiben enge Vertraute. Als Noah ihr spät gesteht, dass er sich schon vor Monaten an einen Sterbehilfeverein gewandt hat, ist Cassie geschockt. Im Prinzip wird mein
Ex-Freund, mein bester Freund, meine Liebe des Lebens, diesen Planeten verlassen. Für mich heißt das, dass meine Welt zusammenbrechen wird. Noah weiß, dass das für uns unerträglich ist, aber das ist halt auch was, was er mir von Anfang an gesagt hat, dass er, also dass es jetzt um ihn geht und dass er nicht an die anderen denkt, an uns denkt. Ja. Ich habe eigentlich meine Family, meine Freunde immer an Nummer eins gestellt, an Priorität Nummer eins. Und warum jetzt nicht? Weil mich das nicht mehr glücklich macht. Also der Weg, den ich gehen würde, den ich gehe, um die glücklich zu machen, macht mich einfach zutiefst unglücklich. Manche kämpfen um ihr Recht auf ein lebenswertes Leben und andere wie Noah um eine Möglichkeit zu sterben. Er habe Pläne gemacht und wieder verworfen, viel versucht. Doch es gelingt ihm nicht, Sinn in der Veränderung zu finden. Es ist doch auch ein Leben mit vielen Möglichkeiten. Siehst du das nicht? Ich sehe es. Aber mir reicht es einfach nicht. Ich will und kann das so nicht. Gefangen im eigenen Körper fühlen, trifft es irgendwie ziemlich gut. Weil irgendwie alles von mir gern raus möchte, aber nicht raus kann. Ob das Leben wert ist, gelebt zu werden oder nicht, könne eben nur er selbst beurteilen. Deshalb hat sich Noah für die professionelle Sterbehilfe entschieden. Ich verstehe seine Beweggründe, aber man will es nicht akzeptieren. Wenn man so denkt, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Wir haben so viel gemacht, warum denn jetzt auf einmal? Ich liebe, ich fühle, ich werde geliebt. Aber dieser körperliche Aspekt halt irgendwie auch so kleine Berührungen, sei es nur ein Streicheln über die Hand nicht mehr zu fühlen oder auch das Gesicht zu fühlen, wenn ich einer geliebten Person übers Gesicht streichle, wenn ich meinen kleinen Bruder in den Arm nehme, das irgendwie das nicht mehr fühlen zu können, das ist halt auch irgendwie so ein Punkt, der mich wirklich quält. Allein die Option, sterben zu dürfen, gibt ihm Kraft. Er trainiert Kinder mit Behinderung, kümmert sich um die Familie und Freunde, kämpft um Lebenssinn bis zum Schluss. Der hat sich super lange Gedanken gemacht und jedes Gegenargument, was ich ihm bringen wollte, hatte er halt irgendwie schon zu Ende gedacht. Und ja, und ich glaube halt einfach auch, so falsch, wie sich das anfühlt, dass jemanden lieben halt auch loslassen lernen bedeutet. Manchmal. So nah wie Noah und seine Mutter sich sind, so schwer ist es für beide loszulassen. Was lebenswert ist, will Claudia nicht beurteilen. Sie versucht stattdessen, sich mit dem Gefühl der Trennung vertraut zu machen. Sterben dürfen, nicht leben müssen. Das Ende selbst bestimmen zu dürfen, gibt ihrem Sohn ein Gefühl von Kontrolle zurück. Und die Hoffnung, nur noch ein allerletztes Mal auf Hilfe angewiesen zu sein. Diese Legitimation, noch ein Datum nennen zu können, hat mir auch schon ziemlich viel gegeben. Das Gefühl, einfach wieder mehr selbstständig sein zu können und Sachen, in dem Fall halt mein Leben, wirklich in meiner Hand halten zu können. Also ich bin mir wirklich sicher, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich habe viele andere Entscheidungen getroffen, bei denen ich mir nicht so sicher war, wie ich es jetzt bin, und würde sie immer noch als beste Entscheidung meines Lebens bezeichnen. Aber bedeutet es nicht auch, mögliche Momente des Glücks nicht mehr erleben zu können? Klar würde es Momente geben, die ich genießen könnte. Momente, auch in denen ich sowas wie glücklich wäre. In denen ich glücklich wäre, aber die Momente vergehen halt ziemlich schnell und es sind nur Momente, auch keine Phasen. Aber Glück ist nie ein Dauerzustand. Auch nicht bei gesunden Menschen. Klar, das stimmt. Aber es ist doch auch entscheidend, wie man sich nicht in den Momenten fühlt.
Und wenn ich halt mich in diesen, also abseits dieser Momente des Glücks irgendwie so quäle. Aber ist das Leben nicht selbst dann lebenswert, wenn die schlechten Momente reichlich vorhanden und die guten eher mager sind? Ich habe die ganze Zeit so eine Lebenswaage. Leider überwiegt die Seite der Qual und des Leidens und des so nicht mehr weitermachen Wollens. Und es ist alles, nur erdenklich auf der anderen Seite. Irgendwie, sei es mein kleiner Bruder, sei es die Konzerte, sei es die Momente mit Freunden, mit Familie, mit Cassie. Und verletzt es dich, dass es ihm nicht reicht? Ja, das verletzt mich ungemein. Also damit hatte ich auch, kurz nachdem ich das eben erfahren habe von ihm, auch eben sehr zu kämpfen gehabt. Weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Also ein egoistischer Weg? Wenn ich ehrlich bin, finde ich ja. Bist du eigentlich jetzt dagegen, dass er das macht, oder bist du grundsätzlich gegen den assistierten Suizid? Ich glaube, ich bin gegen beides. Eben weil ich finde, dass man bei diesem assistierten Suizid nicht auf die Umwelt drumherum achtet, sondern eben wirklich nur auf diese Person. Ja, er ist in der Situation, er hat den Unfall erlitten und sein Leben hat sich drastisch geändert. Aber wir haben doch auch schon mal um ihn gebangt. Also es war ja nicht klar, dass er das überhaupt überlebt. Wir haben auch im Wartebereich der Notfallaufnahme gesessen und da stundenlang in der Nacht gehofft, dass er überhaupt überlebt. Also wir kennen ja das Gefühl, wie das ist, wenn jemand kurz vorm Sterben ist. Wir kennen all das Leid, was man durchmacht, all die Tränen. Und da bin ich auch ehrlich, da habe ich ihn auch einmal angeschrien. Weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass du jetzt wirklich aufgibst, nachdem ich in meinem Fall so viel für dich gegeben habe. Geht es hier um sein Glück oder dein Glück? Wenn ich hier rede, dann geht es eigentlich tatsächlich hauptsächlich um mein Glück. Weil ich auch zugebe, dass ich in dieser Hinsicht, so wie einige Angehörige, denke ich mal, ein bisschen egoistisch denken. Weil wir diejenigen sind, die etwas verlieren. Das nenne ich jetzt leider Kollateralschaden. So hart und so dumm das auch klingt, aber so ist es halt leider. Ich bezweifle, dass ich mein Glück und meinen Frieden in dem Leben finden würde, wenn ich es halt für die mache, weil ich würde es halt nur für die machen. Ich glaube, Noah hat seine Entscheidung getroffen, aber wir stehen uns halt einfach auch so nah, dass ich, indem Noah mir das gesagt hat, eigentlich auch schon verstanden habe, was er meint. Es gibt auch Menschen, die sagen, 23, viel zu jung, um so eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Ist das so? Ich bin in diesen 3 Jahren, glaube ich, erwachsener geworden. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, lässt mich, glaube ich, die Entscheidung trotzdem guten Gewissens auf jeden Fall treffen können und sehr wohl überlegt. Und auch meine Mama, die sagt, sie vertraut mir voll und ganz. Und dann ist sie halt irgendwie eine Mama, ne, die das dann in Kauf nimmt und sagt, wenn du glaubst, so dein Glück zu finden, dann gehe ich den Weg mit dir, mein Schatz. Sein Bruder Janne dagegen kann Noahs Entscheidung nicht verstehen. Es sind nur noch wenige Tage bis zu dem Tag, an dem sein großes Vorbild sterben will. Noah hätte es nicht überlebt, wenn Gott nicht da wäre. Weil in der Straße war halt so viel Wucht und das. Und dann hat er Glück gehabt. Und das war halt Gott, habe ich gedacht. Also wenn ich jetzt im Stadion spiele, und da habe ich halt gesagt, aber du, ich will, dass du in meiner Karriere halt immer dabei bist. Und dass du halt alles siehst, wie ich halt Tore schieße und halt auch siehst, wie ich halt das letzte Spiel meiner Karriere spiele. Ist da gar keine Neugier zu sehen, wie dein kleiner Bruder aufwächst? Ich glaube, dass ich einfach nicht weg sein werde. Ich werde weiter dabei sein. Ich werde meine Hand oder meine Hände über meine geliebten Menschen weiter so halten und werde weiter auf die aufpassen können und werde halt dabei sein. Ich werde halt nur nicht mehr greifbar sein. Für seine Lieben hat Noah einen Song komponiert. Sein Vermächtnis. Endlich und endlich in Herzen und Erinnerung. 23 Jahre, ich bleibe für immer jung. Das ist mein Vermächtnis für die Ewigkeit. Auch wenn ich nicht mehr bin, weiß ich, dass Musik bleibt. Wie ich meinem Lied gesagt habe, endlich und endlich in Herzen und Erinnerung. Und ich weiß, dass wir unfassbar schöne Erinnerungen teilen. Und das wird nie vergehen.
Wir müssen nur einen Weg finden, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir den finden werden. Aber nur diese Liebe zu den Menschen, reicht das nicht, um dich im Leben zu halten? Das hat gereicht, um mir die letzten 3 Jahre die Kraft zu geben, so viel zu probieren und es zu versuchen. Ich will, dass am Ende alle wissen, dass es halt meine Entscheidung ist und dass das Leben, das ich vor dem Unfall geführt habe, dass ich darüber unendlich glücklich bin und ja, dass ich sehr, sehr gut gehen kann. Und das darf er auch. Wer sich in Freiheit zum Tod entscheidet, darf sich dabei helfen lassen. So ist die aktuelle gesetzliche Lage. Allerdings muss überprüft werden, ob der Sterbewunsch konstant ist. Ich musste einen Fragebogen ausfüllen. Ich hatte eine Dame hier, die quasi den Fragebogen nochmal mit dem Video aufgenommen hat. Lange in mich reingehört, ob das alles mehr oder weniger nur quasi eine Stimmung ist oder vielleicht auch eine Depression. Aber bin dann irgendwie mir recht schnell recht klar geworden, dass das ein Schritt ist, den ich auf jeden Fall gehen möchte. Weil halt irgendwie alles andere, was Suizid angeht, wäre irgendwie mir zu qualvoll.